Ein Thema, zwei Meinungen. Wenn man sich alleine anguckt, wo Männer überall alles abkacken, Suizidrate 75% Männer. Ich würde mich nicht darüber definieren, der Beschützer oder der Starke oder die Stütze der Familie zu sein. Folgendes Szenario. Du bist in einem Kaufhaus, dann du klatscht der Frau eine. Du bist mit deiner Frau, du klatscht ihr eine. Was denkst du, was passiert? Ich glaube, dass der Diskurs gerade mit ihm wenig bringt. Der Moodring verändert sein Licht. Rot, wenn unsere Gäste einer Meinung sind. Blau, wenn sie sich nicht einigen können. Ich bin Lorenz, vom Beruf Content Creator und Online-Aktivist. Ich finde, dass Männlichkeit in der Krise steckt, weil es gibt mittlerweile genug Männer da draußen, die nicht mit ihren Emotionen umgehen können und deswegen ihren Frust an anderen rauslassen. Mein Name ist Joshua, ich arbeite Vollzeit als Kellner, versuche mir nebenher was bei Instagram aufzubauen, indem ich Männer coach. Männlichkeit heißt für mich einfach, dass man nach Werten lebt und diese auch nicht verrät, Führung für sich und seine Familie übernimmt und vor allem für sein eigenes Leben. Finden Sie noch zusammen? Oder wird die Stimmung eiskalt? Ein Mann muss stark sein und beschützen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich eher weniger. Also ich bin in einer Beziehung und meine Freundin, meine Partnerin, die kann sich absolut selber um alles kümmern und ich muss mich da absolut über sie oder vor sie stellen. So, ich stehe neben ihr, an ihrer Seite, gleichberechtigt, absolut auf Augenhöhe. Wenn sie will, dass ich sie unterstütze oder beschützend agiere, dann bittet sie mich darum. Aber ansonsten, von mir aus dränge ich mich null auf oder stell mich vor sie. Okay, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin verheiratet, wir haben ein Kind, bekommen bald das zweite Kind. Gratuliere. Danke dir. Und ich finde auf jeden Fall, da sollte man der Mann auf jeden Fall die Führung haben oder beschützerische Part. Aber ich würde gerne eine Frage an dich stellen, ja. Vor was meinst du beschützend? Also nicht eher beschützend versteht man ja früher vor dem Säbelzahntiger, ja, oder sonst was weiß ich. Also auf jeden Fall, dass du halt auch irgendwie quasi rausgehst und jagen, quasi auch in gewisser Form, finanzieller Form zum Beispiel. Dass du guckst halt, dass du die Familie zum größten Teil ernährst. Heutzutage natürlich schwerer als früher, aber das zum Beispiel verstehe ich jetzt unter beschützen. Das heißt, du meinst schützen im generellen, im sozialen Umfeld. Genau, dass du einfach die quasi Stabilität in der Familie zu bringen. Den Rahmen schaffst für die Beziehung oder für die Familie. Männer und Frauen können keine Freunde sein. Ich finde, dass Männer und Frauen auf jeden Fall Freunde sein können. Okay, also ich finde, wenn das gegeben ist, dann ist auf jeden Fall zum Beispiel die Frau sehr maskulin. Oder halt, wenn es andersrum ist. Wenn der Mann sehr feminin ist und die Frau ihn gar nicht als sexuelles Wesen wahrnimmt, dann denke ich, kann eine Freundschaft zwischen Mann und Frau funktionieren. Andernfalls nicht, weil es einfach Mann und Frau, also ich denke immer, dass der eine Part mehr will. Das ist ja in uns, wir wollen uns fortpflanzen, das ist einfach in uns drin. Ich glaube, da sprichst du den Menschen ein bisschen den Grundsatz von Moral und Selbstbestimmung ein bisschen mit ab. Wir sind mehr als primitive Lebewesen und können auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde mich schon als eine fortgeschrittene Spezies sehen, die auch über hormonelle oder sexuelle ursprüngliche Tendenzen oder Anziehungen hinwegdenken kann. Und ich habe mehrere Frauen in meinem Freundeskreis und ich muss sie nicht unattraktiv finden, um mit ihnen befreundet sein zu können. Männer haben Probleme, die reden mit Männern. Dann bekommen sie auch die Antwort von einem Mann und aus der Sicht von einem Mann. Was für einen Mann also gut ist. Also zum Beispiel, ich bin auch von meiner Mutter zum Großteil erzogen worden. Und was das mit dir macht, ist einfach, dass du halt immer die Meinung von einer Frau eingetrichtert bekommst. Egal, ob sie jetzt in der Schule ist, schon im Kindergarten, sind auch die meisten Lehrerinnen oder Erzieherinnen zum Großteil. Und dadurch bekommst du nie wirklich vermittelt, okay, was heißt es, ein Mann zu sein? Höchstens bekommst du vermittelt, was daran schlecht ist, ein Mann zu sein. Aber als Mann deswegen nicht mehr mit einer Frau befreundet zu sein und sich mit einer Frau in Diskurs zu begeben, das sehe ich einfach nicht. Ich finde, dass sicherlich auch viele Probleme, was Beziehungen zum Beispiel betrifft, daraus entstehen, weil sich zum Beispiel Männer nur mit anderen Männern unterhalten und nicht offen sind für die Sichtweise oder Perspektive von einer Frau. Männer sind in der heutigen Gesellschaft benachteiligt. Ja. Ja, aber nichts im Vergleich zu allen anderen Geschlechtern. Also ich denke auf jeden Fall, weil wenn man sich alleine anguckt, wo Männer überall alles abkacken, sei es jetzt in der Schule, wer hat die schlechteren Noten, Gefängnisinsassen, wer ist das zum größten Teil, wer macht auf der Welt, also weltweit, einfach die gefährlichsten Jobs zum Beispiel,
Suizidrate 75% Männer. Und das finde ich dann, dass auf jeden Fall das halt in den Köpfen von den meisten gar nicht klar ist, dass eigentlich Männer heutzutage die Verlierer der Gesellschaft sind, weil es immer noch in den Köpfen von den Menschen ist so, ja, nein, die Männer sind doch die Starken und die sind bevorzugt und so, die Frau muss an die Macht, jetzt mal übertrieben gesagt. Ich finde auf jeden Fall, dass das auch in gewisser Hinsicht ein Problem ist, dass das auf jeden Fall thematisiert gehört, dass Männer zum Beispiel so eine hohe Suizidalrate haben im Vergleich zu Frauen, dass Männer körperlich schwierigere Jobs leisten, die dann kein Ansehen genießen und so weiter. Das sind auf jeden Fall Sachen, die thematisiert gehören, aber gesellschaftlich gesehen ist die Unterdrückung von anderen Geschlechtern viel größer als die des Mannes. Okay, folgendes Szenario. Du bist in einem Kaufhaus, okay? Dann du klatscht der Frau eine. Du bist mit deiner Frau, du klatscht ihr eine. Was denkst du, was passiert? Denkst du, die Leute laufen einfach weiter oder die kommen vielleicht zu und sagen, hey, was ist da los, was soll das? Was denkst du? Ich finde, das ist sehr, ich weiß genau, was du hinaus willst, ja. Aber das finde ich, das ist ein sehr klein gesehenes Beispiel. Häusliche Gewalt ist absolut ein krasses Problem. Und das dann auf dieses einzelne Beispiel runterzubrechen. Gesellschaftlich passiert einfach von Männern viel mehr Gewalt gegenüber Frauen als andersrum. Und das kannst du auf diese Art und Weise nicht relativieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Freundin jetzt geschlagen werden würde, ich würde wahrscheinlich nicht mal Maul aufmachen und sagen, hey, meine Freundin verprügelt mich zu Hause. Das gehört, also das ist, auch das Gewalt verpönt, weißt du, auch Gewalt gegen auch Männer gehört auf jeden Fall gesehen und gehört thematisiert. Und das gehört auch, wenn du als Mann, also auch als Mann kannst du Opfer von sexueller Belästigung sein oder von körperlicher Gewalt von Frauen. Das kann alles passieren. Und dass du dich aber, dass viele Männer sich dann aber nicht trauen, das zu äußern oder sich dafür schämen, dass sie einer Opfer von der Frau sind, ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Väter müssen präsenter in den Leben ihrer Kinder sein. Ja, safe. Finde ich auch. Väter sollten auf jeden Fall präsenter sein. Das ist ja auch das, was man zum Beispiel sagen könnte. Das ist bei traditionellen Familien jetzt eher nicht so, weil der Mann nicht die ganze Zeit arbeiten und so. Aber ich denke, das wird da auch ein bisschen falsch interpretiert. Traditionelle Werte, finde ich, beinhaltet auch zum Beispiel, dass der Vater für die Familie da ist. Und das heißt natürlich auch viel Zeit mit den Kindern verbringt. Ich sehe die Problematik gerade eben an diesem Rollenbild des Mannes, des Vaters, dass er als Alleinerzieher verantwortlich ist um eine finanzielle Grundlage und diese ganze finanzielle Last auf sich hat. Und im Notfall ist der Vater die entscheidende Gewalt. Ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter daheim. Mein Vater ist Vollzeit arbeiten gegangen, sehr viel arbeiten gegangen. Aber wenn es um schwierige Fragen ging, dann war immer noch eher so die entscheidende Gewalt quasi, so die entscheidende Hand. Für mich war mein Vater emotional weniger erreichbar, weshalb ich als Junge keinen Vater hatte, der für mich als emotionales Vorbild dienen kann. Weil mein Vater sich so viele Gedanken um das Ganze rundherum machen musste, wo ich mir im Nachhinein denke, es wäre vielleicht auch ganz schön gewesen, wenn man das einfach ein bisschen aufgeteilt hätte zwischen meinen Eltern. Ich verstehe dich auch auf einer Seite, aber ich finde, bei der Thematik sollte man auch die Seite des Vaters auch verstehen. Dass er einfach guckt, dass er für seine Familie sorgt. Wenn wir diese Rolle des Vaters, des Alleinerziehers, der die ganze Bürde, der diese Betonsäule ist, der die Familie stützt, wenn wir das entlasten würden, dann würden auch viele Väter von sich aus mehr bereit und verfügbar für ihre Kinder sein, um auch offen und emotional mit ihren Kindern umgehen zu können. Also ich finde auf jeden Fall, Väter sollten präsent sein für ihre Kinder oder präsenter. Aber das heißt nicht zum Beispiel, dass sie weniger arbeiten sollten oder sonst irgendwas, sondern wenn du jetzt ein Ziel hast und arbeitest, okay, dann gehst du auch mit mehr Erfüllung in den Alltag. Dadurch bist du dann auch wenn du lange gearbeitet hast, denke ich, mit einer höheren Präsentheit einfach bei den Kindern da. Anstatt dann irgendwie nach einer Arbeit, die dir gar keinen Bock macht, dann komplett ausgelaugt nach Hause zu kommen und gar keinen Bock mehr auf gar nichts zu haben. Das wäre auf jeden Fall natürlich wünschenswert. Ja. Es ist jetzt nicht der Großteil der Männer. Es ist halt sehr schwierig, das Thema generell zu pauschalisieren, weil einfach die Lebensrealitäten von den ganzen Menschen so weit auseinandergehen und es da so ein großes Spektrum gibt. Da was verallgemeinertes Ideal zu finden, ist halt schwierig. Ich finde, Mann sollte gebraucht werden in der Partnerschaft quasi oder in der Familie. Das ist ja so die Aufgabe von einem Mann. Wenn du das nicht gegeben hast, diesen Druck, finde ich ein bisschen zu überdramatisiert immer, so, dann nimmst du ja quasi den Sinn von dem Mann weg als Führer oder Beschützer der Familie jetzt quasi, sondern gibst ihn so quasi, nee, du kannst auch Hausmann sein,
und alles 50-50. Das finde ich da ein bisschen schwer, weil ich dann auch finde, dass viele halt den Sinn eher verlieren. Ich würde mir später für mich als Vater wünschen oder mir vornehmen, dass ich für meine zukünftigen Kinder, also ich würde mich nicht darüber definieren, der Beschützer oder der Starke oder die Stütze der Familie zu sein, sondern ich würde generell versuchen, ein offenes, freies Umfeld für meine Kinder zu generieren. Und jetzt zum Schluss. Sind sich unsere Gäste näher gekommen? Ich fand das Gespräch richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, mich mit jemandem zu unterhalten, der auch in vielen Punkten eine komplett andere Meinung hat. Es war sehr interessant, nervenaufwühlend, aber es war hauptsächlich sehr interessant. Verständnis für seine Gegenseite habe ich auf jeden Fall, weil jeder hat sein eigenes Leben und du kannst nicht in den Kopf und kannst auch nicht sein Leben oder seinen Werdegang sehen. Ich habe auf jeden Fall Verständnis für Joshua und seine Denkweise. Ich sehe auch sehr viel von mir selber in ihm. Ich habe früher auch in sehr vielen Punkten ähnlich gedacht, bis ich dann einfach für mich nochmal genauer reflektiert habe und andere Sichtweisen, vor allem von nicht-männlichen Personen, noch mit ins Boot geholt habe und dann gesehen habe, dass ich doch in manchen Punkten damals falsch gelegen habe oder nicht sehr cool gehandelt habe. Lorenz nochmal zu treffen und mit ihm wird auf jeden Fall, es würde sehr, sehr, sehr viele Punkte geben, wahrscheinlich, über die wir diskutieren können. Und auch so, wieso nicht? Also ich finde, er ist sympathisch und nur weil jemand eine andere Meinung hat, sollte man nicht irgendwie den anderen ausgrenzen oder deswegen nur alleine nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ich glaube, dass der Diskurs gerade mit ihm wenig bringt, weil ich finde, dass er in seinen Themen teilweise sehr festgefahren ist, gerade in diesem einer Meinung nach veralteten Denken und da wenig Offenheit für andere Meinungen ist.